so etwas dürfen zurückgeben und ein Teil von dieser Entwicklung dürfen sein, bedeutet mir extrem viel und macht mega Freude. EVZ Holding AG ist nominiert für den Prix SVC Zentralschweiz. Zum Unternehmen gehören neben der ersten Mannschaft unter anderem die Hockeyschule, die Gastronomie und Events in und um Bossart Arena und seit neuestem auch ein Frauenteam in der zweithöchsten Schweizer Liga. Jetzt haben wir gerade das Gold gemacht, das erste. Daniela Diaz steht heute an der Bande von einem besonderen Hockey-Team. Das erste reine Mädchen-Team aus der Hockeyschule Young Bulls. 12 Mädchen spielen zusammen ein Saisonabschlussturnier. Die Spielerinnen kommen aus 5 verschiedenen Innerschweizer Clubs und spielen heute das erste Mal alle miteinander. Die Mädchen jetzt aktuell sind sich natürlich nur gewöhnt, in einem gemischten Team in der Hockeyschule quasi Training zu bestreiten und kennen das nicht, so in einem reinen Mädchen-Team. Kommen wir sehen, fühlen sich gerade wohl und es hat gerade eben so einen eigenen Groove irgendwie gegeben unter diesen Mädchen. Mega toll. Daniela Diaz ist seit Anfangsjahr Leiterin des neu gegründeten Women and Girls Programm vom EVZ. Mit dieser Initiative wird der EVZ einerseits eine semi-professionelle Frauenmannschaft aufbauen und andererseits das Mädchen-Eishockey in der Hockeyschule fördern. Heute kümmert sich Daniela Diaz noch um die jüngsten Spielerinnen. Ab Saisonstart im Mai trainiert sie dann das Frauenteam. Eine der ersten Spielerinnen, die sie für das neue Team gewinnen konnte, ist Nadine Hofstetter. Die Verteidigerin aus der Nationalmannschaft sorgt vor dem Match für den Team-Spirit unter den Mädchen. Lasst ihr mich nicht im Stich, macht ihr auch mit? Ja. So laut, wie ihr könnt. Ist gut? 1, 2, 3. Let's go, Girls! 1, 2, 3. Let's go, Girls! Als Kind nur mit gleichaltrigen Mädchen auf dem Eis stehen, war für die beiden Hockey-Profis nur Wunschdenken. Umso grösser ist die Freude, dass sie den Mädchen das heute möglich machen können. Ich war die Einzige im Verein, die Hockey gespielt hat. Befragt hatte ich meinen Bruder. Und sonst ist es schon schwierig, halt gegen Jungs immer durchzukämpfen. Und es ist schon schön, wenn du weißt, andere machen das Gleiche. Oder sie haben auch Freude am Hockey. Es wäre sicher einfacher gewesen, ja, für den Einstieg dort. Ich habe schon relativ schnell, als der Raffi angefangen hat, Hockey zu spielen, habe ich natürlich auch Bälle. Ich war dort noch zu jung. Und bei Frauen war es noch zu jung. Es hat keine Möglichkeit gegeben. Aber umso schöner ist es jetzt. Jetzt liegt es an Daniela, das Frauen-Eishockey in der Schweiz einen Schritt weiter zu bringen. Für das fühlt sie sich zu Zug am richtigen Ort. Nach ihren Stationen als Spielerin und später Trainerin der Nationalmannschaft kennt sie die Hockeyszene in- und auswendig und weiss, wo sie etwas verändern will. Wenn man natürlich als Spielerin selber durchgegangen ist und weiss, wie schwierig zum Teil das war, oder zum wirklich beide Ansprüche oder beides unter einen Hut zu bringen. Oder auf der einen Seite hat man die Privatwirtschaft, Job, Ausbildung, auf der anderen Seite natürlich den Druck vom Sport, da wird man immer besser werden, die Bedingungen können zu verbessern und den Frauensport per se können mitzuentwickeln. Das ist schon, ist für mich eine Herzensangelegenheit, also sehr viel Leidenschaft dahinter und irgendwo fühle ich mich auch ein berufen dazu, um den Weg so weiterzugehen. Im Frauenteam wird der EVZ als erster Club in der Schweiz den semi-professionellen Status für die Spielerinnen etablieren. Das heisst, die Spielerinnen werden angestellt, bekommen Lohn und können den Sport so mindestens als Teilzeitjob betreiben. Für den Sportchef Reto Klein ein nötiger Schritt, wenn man den Frauensport auf ein neues Niveau heben will. Der Leistungssport verlangt sehr viel ab. Da braucht es schlussendlich ein Commitment, ein bisschen von Frau oder Mann oder von Mädchen oder Bub, wenn es in diese Schiene hineingeht. Und dort ist einfach wirklich wichtig, dass wir dort eigentlich eine einheitliche Philosophie haben. Und die haben wir jetzt nicht einfach irgendwie neu aufgesetzt, weil wir jetzt eine Frauenmannschaft haben. Die Resonanz auf die Initiativen ist gross. Daniela Diaz hat schon fast alle offenen Stellen im Kader und im Staff können besetzen. Organisatorisch, dass es im Leistungssport angesiedelt ist. Oder? Das ist aktuell bei vielen Frauenteams noch so, dass sie im Nachwuchs sind oder einfach parallel irgendwo laufen. Dort nur schon der Punkt ist ein absoluter Gamechanger, wo sie auch spüren und wo sie auch merken, okay, mit der Infrastruktur, mit der Garderobe, mit Kraftraum, mit ganz vielen anderen Sachen, wo du nicht viel Überzeugungsarbeit an und für sich jetzt von meiner Seite was braucht. Auch Daniela selber war schnell überzeugt, dass sie auf diesem Weg im Schweizer Frauensport etwas bewegen kann. Vom Nationalen Hockeyverband zurück zum EVZ.
zurück in die Heimat, zurück zum Club, wo ihre Karriere auf dem Eis angefangen hat. Es ist mega schön. Es bedeutet mir unheimlich viel, dass ich bei diesem Projekt ein Teil davon sein darf, beim EVZ. Sicher auch, weil es Zug ist. Ich bin hier aufgewachsen beim EVZ. Der EVZ hat mich selber auch zum Hockey gebracht. Und meine letzten 30 Jahre hat das Hockey geprägt. Extrem viele schöne Erfahrungen, Erinnerungen dürfen haben, erleben. Und jetzt so etwas dürfen zurückgeben und ein Teil von dieser Entwicklung dürfen sein, bedeutet mir extrem viel und macht mega Freude. Im Mai startet das Sommertraining für das Women Team. Bis dann ist die Spielerbank hoffentlich voll besetzt. Und Daniela kann in die erste Saison als Trainerin bei ihrem Heimatverein starten.